Hallo und herzlich willkommen. Ja, wir sehen im Hintergrund eine Straße. Wir sind hier an einem Abzweig und zwar geht hier oben in den Wald hoch ein Weg und hier auf der anderen Seite runter. Wir sind gerade überlegen, welchen Weg wir jetzt nehmen sollen. Ja, ihr dürft heute mal dabei sein, denn wir möchten die Gegend erkunden. Hier gibt es so unterschiedliche Wälder. Hier sehen wir jetzt einen Fichtenwald. Einen Fichtenwald, nicht da dran, warte. Und ich würde sagen, wir gehen da oben hoch. Guck mal, das sieht doch interessant aus, ne? Nur mit deinem Kopf weg, kannst du gleich nicht reingucken ins Display, warte. Ich würde sagen, wir gehen da oben erstmal hoch, ja? Ja? Okay? Ja. Und dann schauen wir mal, wo wir hier hinkommen. Da. Wir erkunden jetzt ein wenig die Wildnis, in dem Sinne. Na komm. Fichtenwälder haben schon was Mystisches, also ist total genial. Hier ist zwar der Bodenbereich nicht so interessant, aber diese vielen Stämme, die sich hier anreihen, also ich denke mal, doch ja, wir gehen hier lang. Kommst du? Hast du schon was gefunden? Hast du schon was gefunden? Ja. Stöcker? Aber nicht so viel Krach machen, ne? Sonst verscheuchen wir die Tiere. Wir wollen ja gucken, vielleicht sehen wir ein paar Tiere, ne? Wir dürfen nicht so Krach machen, ne? Muss so leise sein. Okay, komm. Let's go, let's do it. Weg mit den Stöckern, genau. Super. Im Hintergrund sehen wir jetzt noch die Straße, da kommt ein Motorrad. Ja, das ist hier eine Motorradgegend. Also hier wachsen nicht nur Bäume, sondern auch Motorräder. Wie aus dem Boden, auf gut Deutsch gesagt. Also am Wochenende gerade ist hier sehr viel los mit Motorrädern. Deswegen hoffe ich, dass wir jetzt mal ein Waldstück finden, wo wir einigermaßen Ruhe finden. Denn wir wollen ja auch die Natur genießen und vor allen Dingen entdecken. Jetzt haben wir hier einen kleinen Putt. Das ist interessant, ein schmaler Weg, wie man sehen kann. Bleib mal hier, Melodie. Ich glaube, wir gehen hier lang. Komm mal bitte. Die hört mich nicht. Lol. Hallo. Melodie. Kommst du bitte? Okay. Nehmen wir doch den Weg. Dann nehmen wir den mal später, weil das ist sehr interessant, so ein schmaler Putt hier. Entweder gehen hier ganz viele Menschen spazieren oder aber Tiere. Durchaus denkbar, dass das hier so ein Tierpad ist von Rehen, die sich im Laufe der Jahrzehnte so, ich war immer denselben Weg suchen, denn bei Rehen ist ja so, die rennen tatsächlich in dem Sinne immer dieselben Wege. So, mach mal langsam bitte. Was jetzt? Wo, wo wollen wir jetzt lang? Was hast du da? Einen Fichtenzapfen, der ist noch vom letzten Jahr, von diesem Jahr, die hängen noch auf den Bäumen, die kommen erst später runter, das dauert noch. Aber den kannst du gerne mitnehmen. Ja, kannst du mitnehmen, ist okay. Ja, okay, gehen wir den Weg später. Dann gehen wir erstmal da lang. Na komm. Wir sind jetzt vom Fichtenwald in einen Buchenwald gekommen und hier haben wir mal etwas entdeckt. Das nenne ich mal einen Hochsitz. Lol. Ja, der ist echt mächtig hoch, das ist total genial. Da möchte ich auch mal gerne sitzen, da oben, aber heute nicht. Wenn, dann müsste man sowieso erstmal den Förster fragen. Da darf man nicht einfach so drauf gehen. Ganz wichtig, nicht wahr? Nicht einfach hier hochklettern. Es sei denn, man befindet sich in Gefahr oder so. Nun ja. Ja, von dem Fichtenwald in den Buchenwald. Und wir sind immer noch auf der Suche nach etwas Besonderem. Jetzt sagst du wahrscheinlich, wieso was Besonderes? Eigentlich brauchen wir gar nicht suchen. Denn, ja, es ist so. Denn wir befinden uns hier in einem etwas Besonderem. Ja, einen wunderschönen Wald. Und es gibt nichts Schöneres als Wälder zu beobachten, beziehungsweise in den Wäldern etwas zu beobachten. Kind läuft weiter.
Ja, weil es ist einfach schön zu sehen, wie die Natur eigentlich ist, beziehungsweise sein sollte in dem Sinne. Gut, das sind natürlich alles Wälder, die irgendwann mal angepflanzt wurden, ganz klarer Fall. Aber wir müssen uns etwas ganz Besonderem bewusst sein. Und zwar, dass das hier, dieses Blätterdach, dafür da ist, damit wir überhaupt existieren können. Das vergessen wir Menschen leider immer wieder, aber es ist tatsächlich so. Ohne Wald würden wir Menschen gar nicht leben können. Nicht, weil wir keinen Wald mehr haben, denn Wälder zerstören wir ja, sondern weil die Wälder uns die Luft zum Atmen geben. Ja, glaubst du nicht? Es ist so. Kannst mal glauben. So, ich muss mal eben dem Kind hinterher, nicht, dass gleich das Kind irgendwo anders ist. Hallo! Ich will mal nicht zu laut schreien hier im Wald. Im Wald ist Ruhe. Okay, Kind kommt wieder. Hier haben wir jetzt eine Buche, eine... Frag mich nicht, wie alt die sind. Die sind sehr alt, die Buchen hier. Ja, hier war eine Zwille. Und die hat der Wind dann weggefegt. Abgebrochen in dem Sinne. Das passiert auch im Wald. Das ist eine alte Lärche, eine Buche, die in der Wurzel der alten Lärche wächst. Wird sie auch dauernd nicht schaffen, aber schaut sich das mal an. Melody, geh mal da vorne mal hoch, damit ich mal so einen Größenvergleich habe. Geh da mal hoch. Schaffst du das? Versuch mal da hoch zu gehen. Soll ich dir helfen? Soll ich dir helfen? Na komm, mit der Hand. Komm, hopp. So. Halt, stopp, warte mal. Bleib mal da stehen. So, bleib mal da stehen. Wenn man so einen kleinen Vergleich hat, wie dick der Baum ist und wie hübsch die Melodie ist. So, ja, es ist total genial. Mitten im Buchenwald steht eine riesige, mächtige Lärche. Ist schon krass. Und das Interessante hier an diesen Wäldern, mal gucken, ob wir so sehen können. Kannst du einmal rumgehen um den Baum? Geh mal rum. Einmal rum um den Baum. Wir sehen hier überall die Wurzeln rausgucken, die Wurzelansätze, im Bonsai-Bereich Nebari genannt. Das liegt daran, weil hier alles auf Felsen wächst, also die Bäume mit ihren dicken Wurzeln, die können nicht ins Erdreich einwachsen, richtig? Sondern müssen sich Fugen suchen, in dem Sinne, wo sie durchwurzeln können. Ja, nicht so laut. Ja, Klartext, also es kann dann auch passieren, dass Bäume auch schon mal umstürzen. da sieht man so einen Wurzelteller. Also es ist tatsächlich so, dass sie auf Felsen wachsen, von daher. Ja, es ist halt so, dass dann die Wurzeln in dem Sinne sichtbar sind, also das Nebari in dem Sinne, wenn man das jetzt auch hier so nennen möchte. Guck mal, auch hier noch eine Lärche. Interessanterweise findet man keine Sämlinge von Lärchen. Ja, mal sehen. Vielleicht finden wir ja doch irgendwo einen. In einem gewachsenen Wald mit dichtem Blätterdach wächst kein Baum, kein neuer Baum. Aber da, wo mal ein Baum gefallen ist, so wie hier, hier mal eine Lichtschneise, dort entwickeln sich ganz schnell wieder neue Bäume. In dem Fall auch wieder Buchen. Also man sieht, die sehen sich von ganz alleine aus und schließen irgendwann die Lücken. Da braucht man tatsächlich eigentlich gar nicht pflanzen, sondern Natur macht das von ganz alleine und lässt neue Bäume wachsen. Bitte? Ich fliege da. Na komm, geh mal weiter. Hä? Geh mal weiter. Ach, guck mal da oben. Ich habe ein Auge gesehen. Der Wächter des Waldes. Da, guck mal. Der Wächter des Waldes. Auch hier kann man das nochmal ganz deutlich sehen an dieser Buche hier, dass die Bäume hier tatsächlich auf dem Felsen stehen. Das ist normalerweise der Bereich, den man jetzt sehen würde im normalen Wald. Und das ist der Bereich, den wir jetzt hier sehen.
Ja, tatsächlich, weil er einfach auf dem Stein wächst oder auf den Steinen in dem Sinne. Es sieht schon genial aus. Und wir hoffen, dass er die Standfestigkeit behält. Aber er ist ja nun schon mega groß. Wobei auch die Bäume irgendwann zu alt werden und dann halt verlieren im Boden und dann tatsächlich umfallen können. Ist halt nun mal so gegeben. Nichts ist für die Ewigkeit am Wachsen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ach, da ist die Melodie. Fünf Weggabelungen haben wir hier im Prinzip. Also fünf Wege, nicht Weggabelungen, fünf Wege. Ja, ich bin so fasziniert von dem Wald hier, dass ich auf jeden Fall wiederkommen werde. Allerdings werden wir heute hier Schluss machen, denn für Melodie ist das doch sehr anstrengend hier. Nein, das sind Zapfen. Das sind Zapfen. Das sind Zapfen. Das ist kein AA. Lol. Ja, jetzt guckt sich das mal einer an. Das ist so genial anzusehen. Solch mächtig große Bäume. Ist schon wahnsinnig. Wirklich wahnsinnig, ja. Sieht man nicht ganz so oft in dem Sinne. Oh Mann. Ich möchte hier gar nicht weg, ehrlich gesagt. Am liebsten immer weiter entdecken. Also das ist echt mächtig, wie dick die Bäume hier sind. Ich lehne mich jetzt mal direkt an den Baum dran hier. Ist er auch da? So. Ja, also ist schon cool. Und ja, man sollte Bäume auch mal umarmen. Kann auf jeden Fall nicht schaden. So, wo geht es jetzt lang nach Hause? Jetzt geht es auch rückwärts, los. Ein Rinde. Ein Stück Rinde. So, wo geht es jetzt nach Hause? Wo lang müssen wir jetzt nach Hause gehen? Um da. Da geht es nach Hause? Ja. Nein. Voll überzeugt. Wo gehen wir jetzt lang? Zeig mal. Wo gehen wir jetzt nach Hause? Wo? Geh mal. Wo ist unser Auto? Wo ist unser Auto? Geh mal, wo ist unser Auto? Okay, damit haben wir uns verlaufen. Und tschüss. So, wo lang jetzt? Ja, richtig. Siehste wohl. Beim zweiten Mal. Siehste wohl, ist gut. Beim zweiten Mal hat es dann doch geklappt. Aber wir werden auf jeden Fall wiederkommen, das steht fest. Ich habe noch was gefunden. Waldmeister. Und das sind Samen vom Waldmeister. Die gehen jetzt auch ganz leicht ab. Das heißt im Klartext, sie würden jetzt sowieso runterfallen. Ich nehme mal ein paar davon mit, nicht viele. Nur ein paar. Einfach mal, um zu gucken. Moment, ich komme sofort. Ob wir sie dann auch zur Aussaat bringen können. Da muss ich aber erstmal ein bisschen recherchieren. Ist schon cool. Guck mal, die kleben so zusammen. Das heißt, wenn ein Tier langläuft, dann hängen die sich auch daran fest. Und so werden die Samen dann verbreitet. Ja, das ist ja mal cool. Habe ich auch noch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ich habe schon vieles gesehen, nicht wahr? Aber wir werden sowieso noch ganz viel entdecken gemeinsam. Das steht ja wohl fest, nicht wahr? Das ist so cool, dass ich endlich wieder raus kann. Das ist so cool. Ja, meine Güte, guck mal. Ich habe es geschafft. Ich trage dazu bei, sie zu verbreiten. Sowieso. Ist cool. Ja, ich komme. Warte. Warte, ich komme. Gucken, wo das jetzt ist, dass ich das behalte für die Zukunft. Ja, wo ist er denn? Lol. Kann ich jetzt so im Display gar nicht. Moment, warte mal. Hier ist der Baum. Ach, da. Guck mal da. Das wachsame Auge. Traust du dich das auch? Einfach mal umarmen. Baum, ich hab dich lieb! Du auch? Du auch? Mach mal. Komm her. Einmal. Einmal in den Arm nehmen, den Baum. So. Und jetzt? Baum, ich hab dich lieb! Baum, ich hab dich lieb! Oh, Mäuschen. Ja,
Nicht vergessen, ganz wichtig, es sind unsere besten Freunde, die wir haben. Ne? So. Ja, nicht abmachen. Lass mal dran, der braucht die. Der braucht die Rinde als Schutz im Winter, wenn es kalt ist. Damit er warm bleibt, ne? Oder so ähnlich. Ja, bist jetzt müde? Bist jetzt müde? Nein. Nein. Langsam geht's runter. Langsam, langsam. Ja. Langsam. Gib mal dir eine Hand. Ja. Gib mal deine Hand. Ja, komm, gehen wir weiter. Ja, da ist unser Auto. Da ist unser Auto, ja. Gehen wir jetzt nach Hause. Dann gehen wir jetzt nach Hause. Dann kannst du gleich Mittagsschlaf machen. Du erst essen wir noch ein bisschen, ne? Ja. Im Auto kannst du gleich ein bisschen trinken. Ja. Jo. Ja, wir werden dann auch langsam müde im Wald. Langsam. Vorsichtig. Warte mal. Nee, hier läufst du nicht alleine, hier ist die Straße. Das ist mir zu gefährlich, ja? Bleib hier schön an der Hand. Da können wir nächstes Mal lang gehen, ne? Da können wir nächstes Mal lang gehen, da vorne. Ja, da. Ja. So, jetzt müssen wir hier aufpassen. Hier fahren viele Autos und hier ist eine Kurve. Müssen wir jetzt ganz genau gucken, wenn wir rübergehen wollen, ne?